Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ja, wir haben Montag, den 10. Oktober, 6 Uhr am Morgen. Wir sind soeben in der Pampa abgefahren, Richtung Insel. Wo es hingeht, verrate ich im Moment noch nicht. Es hat die ganze Nacht sehr, sehr stark geregnet. Und ich bin eigentlich froh, hat es hier nicht mehr Wasser auf der Straße. Da kommt noch ein großer oder ein See. Aber ansonsten war es wirklich gut bis zur Hauptstraße. Unterwegs hatten wir an ein paar Orten auch relativ viel Wasser auf der Straße, aber alles unproblematisch. Ja, hier kurz vor unserem einen Ziel, und zwar der Fähre. Es geht auf eine Insel heute. Näheres werdet ihr bald sehen können. Wir hatten eine gute Fahrt. Laut Google Maps sollten es 3 Stunden 30 sein. Wir haben 2 kleine Pausen gemacht und waren in 2 Stunden und 50 Minuten am Pier, wo die Fähre loslegt auf die Insel. Ja, vielleicht erratet ihr es schon auf dem kleinen Kartenausschnitt. Am Pier angekommen, geht es fast als letztes Fahrzeug um 8.50 Uhr noch auf die Fähre. Und kaum war das Auto parkiert, noch ein oder zwei Auto hinter uns. Und dann ging es bereits los auf die Insel, welche man im Hintergrund bereits erkennen kann. Ja, wir sind Richtung Süden gefahren, von Wang Tha Chang, Kabinburi, Prachinburi, Richtung Chantaburi, Trat, und die Insel im Vordergrund ist Koh Chang, auf welcher wir nun für 3 Nächte in einem Hotel verweilen werden. Blick zurück auf das Festland. Ein Blick nach vorne auf Koh Chang. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Die Straßen waren auch am Schluss bereits wieder trocken. Sieht doch schon mal gut aus, die Insel. Ich darf sagen, ich bin oder komme seit 30,5 Jahren auf Thailand, also 30,5 Jahre Thailand-Erfahrung. Und für mich ist es nun das erste Mal, dass ich auf die Insel Koh Chang gehe. Bin mal gespannt. Und das Festland ist schon langsam weiter entfernt. Ja, wir nähern uns dem Ziel. Vorne im Bild ist der Hafen, den wir ansteuern, und von dort geht es dann wieder mit dem Auto weiter. Und bereits auf der Insel, auf der Fahrt. Wir gehen via Norden über 2 kleinere Hügel zu unserem Hotel auf der anderen Seite der Insel. Ja, für mich jetzt 2 Jahre, wo ich in keinem Hotel war.
Ich freue mich riesig darauf, wieder mal in einem Hotel zu nächtigen. Ja, ihr seht, die Straße ist relativ kurvenreich. Es geht auch relativ steil hoch. Aber als Schweizer ist dir das kein Problem mit kurvigen und auch steilen Straßen. Das sind wir uns ja gewohnt aus der Schweiz. Also beim Auto vor mir in den engen Kurven haben die Räder jeweils durchgedreht. Ich finde die Straße herrlich, wobei bei starkem Regen ist es sehr wahrscheinlich auch nicht so lustig, hier hochzufahren und auf der anderen Seite wieder runter. Die Fahrt zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge, aber ich wollte euch diese nicht vorenthalten, vor allem weil es in meinen Augen eine sehr, sehr schöne Strecke ist. Kleiner Blick auf das Meer. Man sieht leider nicht sehr viel vom Meer, da die Bäume auf die Meerseite hin zu hoch sind. Und schon geht es wieder runter Richtung Strand. Hier scheint die Straße weggebrochen zu sein, da haben sie aufgefüllt. Die Leitplanke ist irgendwie auch einiges tiefer, als sie sein sollte. Die beiden vor mir fahren auch relativ zügig um die Kurven. Die müssen sich auch gewohnt sein, eine solche Strecke zu fahren. Das heißt, die schleichen sonst relativ schnell einmal, wenn es ein bisschen rauf oder runter geht. Ein Blick auf das Meer mal. Scheibe runter. Sieht man es noch ein bisschen besser ohne die getönte Scheibe. Und weiter geht's. Und schon bald sind wir unten. Es geht von hierher noch circa 7 Kilometer, bis wir dann im Hotel ankommen.
So, wir haben unser Ziel erreicht. Das Auto ist parkiert. Mal einen Blick auf die hintere Seite. Und nun geht's rein ins Deva Khochang. Links Hotelzimmer auf 3 Ebenen. Im vorderen Bereich haben Sie dann noch Bungalows mit 2 Etagen. Rechts das Restaurant und Frühstücksraum. Und in der Mitte der Pool mit Poolbar im hinteren Bereich im Bild. Ja, das war's bereits wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Bis bald. Tschüss, tschüss.